Ich war unterwegs und konnte deswegen den Trailer nicht direkt bei Erscheinen angucken. Ich habe unfassbar lange darauf gewartet. Ich bin unfassbar gespannt und deswegen kann ich jetzt leider auch keine lange Vorrede machen oder so. Wir müssen da jetzt direkt rein. Der Twitch-Chat ist gehypt. Ich hoffe, ihr auf YouTube ebenfalls. Wir gehen jetzt einfach rein. 2 Minuten 31. Wir haben den Trailer uns schon zusammen angeschaut. Wir haben den Teaser uns zusammen angeschaut. Ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt der deutsche Trailer. Okay, wir gucken da jetzt einfach. Okay, wir gucken da jetzt rein, okay? Die Feuernation beschreitet einen dunklen Pfad. Die Welt könnte das vielleicht nicht verkraften. Es ist das erste Mal, dass ich die deutsche Synchrostimme höre und ich finde sie sehr gut, möchte ich an der Stelle sagen. Wir werden uns den Trailer gleich einfach einmal komplett angucken, dann mache ich nicht so oft Pause und danach machen wir nochmal ein Stück für Stück und ich kommentiere alles, was ich sehe. Okay, let's go. Die Welt braucht ihren Avatar. Sie braucht dich, Aang. Die Feuernation hat alles vernichtet. Wenn die Welt überhaupt eine Chance hat, dann nur durch Aang. Sicher, das ist der Retter der Welt. Ich habe jeden Hinweis zum Avatar verfolgt. Es ist mein Schicksal. Ich bin nicht jemand, der alle vor der Feuernation rettet. Und ich will auch diese Verantwortung nicht. Das musst du nicht alleine machen. Du hast mich, Katara und diesen fliegenden Fellball. Was könnte dir fehlen? Die Welt braucht dich. Wir müssen uns daran erinnern, für was wir kämpfen. Für jene, die wir lieben. Ich bin der Avatar und ich werde die Welt retten. Mit meinen Freunden. Okay, chill, chill. Ich hatte richtig Gänsehaut. Ich hatte richtig krass Gänsehaut. Holy shit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, wo fange ich an? Ich glaube, eine der Sachen, die mir direkt aufgefallen sind jetzt bei dem Trailer, ist, was ich richtig, richtig gut finde, ist, dass sie dieses Freundschaftsthema so in den Vordergrund gestellt haben. Weil ich ein bisschen Angst habe oder Angst hatte, dass sie es erwachsener machen und das Freundschaftsding dann, also mehr so Richtung Kämpfen gehen. Aber wie schön war das denn? Und okay, wir gehen einfach Stück für Stück durch. Okay, wir gehen, Chat, ich muss mich. Okay, stopp. Beruhig dich. Beruhigen Sie sich, Frau Grümmel. Okay, wir gucken da nochmal, wir gucken aber von Anfang an rein, okay? Cool, okay. Okay, let's go. Die Feuernation beschreitet einen dunklen Pfad. Die Welt könnte das vielleicht nicht verkraften. Ich liebe die Musik. Ich möchte an dieser Stelle sagen,
Ich liebe, 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 liebe die Musik. Die Welt braucht ihren Avatar. Ich liebe die Special Effects, die wir hier sehen. Also es sieht schon geil aus. Ich hatte so Angst. Ich meine, Bändigen sieht in der Serie so episch aus. Ich hatte so Angst, dass sie das nicht richtig darstellen. Und hatte nach dem ersten Trailer, war ich schon so, okay, cool. Haben sie gut gemacht, aber jetzt sehen wir davon mehr. Und holy shit, wie geil, das ist einfach, bitte. Sie braucht dich, Aang. Ich liebe, dass man die Szenen aus der Serie direkt wiedererkennt. Dass man sich denkt, yep, ich weiß genau Bescheid. Es sieht einfach 1:1 so aus. Liebe das Netflix-Logo, großartig, groß. Nee, also okay, ich übertreibe, es tut mir leid. Okay, wir machen weiter. Die Feuernation hat alles vernichtet. Was ist das bitte für ein epischer Look so? Ich hatte ja kritisiert, dass ich die Kostüme ein bisschen zu clean finde für Aang und so weiter. Aber jetzt hier beim Feuerlord passt es natürlich absolut bombastisch. Was für geile Kostüme, ich kann nicht mehr. Oh Gott, wisst ihr, worauf ich mich wirklich freue? Auf die Serie und auf die ganzen Cosplays, die in Anlehnung an die Serie gestaltet werden. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist hier los? Also ich weiß, was hier los ist, aber wie krass geil kann man denn bitte den Lufttempel darstellen? Also wie viel Mühe da drin steckt mit diesen ganzen Pflanzen und kleinen Ruinen und umgestoßenen Vasen, und das ist nicht so eine lieblose Kulisse so, sondern da ist so richtig, richtig was los. Wisst ihr, was ich meine? Man guckt sich das an und denkt sich, episch und traurig, weil das ganze Ding zerstört ist, aber episch. Wenn die Welt überhaupt eine Chance hat, dann nur durch Aang. Sicher. Und wie großartig ist es bitte, dass sie diesen Humor mit reingenommen haben. Danke. Ich danke von ganzem Herzen. Ich muss sagen, jetzt hier an dieser Stelle finde ich die Kostüme von den beiden auch richtig gut. Also jetzt hier so in der Szene gefallen mir die Kostüme richtig, richtig gut. Und ja, sie sehen kindlich aus, aber Katara ist auch irgendwie 14 oder so. Ich glaube, Katara ist 14 und Sokka ist 16, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also ich finde es auch richtig gut, dass sie nicht wie sonst eigentlich oft älter gemacht haben, sondern dass sie das Alter der Charaktere berücksichtigt haben und sie auch so dargestellt haben. Also, mega geil. Das ist der Retter der Welt. Er sieht aus wie, er ist 16 und er ist Sokka. Ich habe jeden Hinweis zum Avatar verfolgt. Es ist mein Schicksal. Er spielt so gut. Also, ich kenne jetzt nur diese paar Szenen, aber ich liebe ihn in diesen paar Szenen und... Oh. Ich bin nicht jemand, der alle vor der Feuernation rettet. Und ich will auch diese Verantwortung nicht. Die Szene finde ich auch richtig stark gespielt, möchte ich hier an der Stelle sagen. Oh. Ich glaube, er wird ein guter Aang. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Das musst du nicht alleine machen. Du hast mich, Katara und diesen fliegenden Fellball. Und sie haben ihn nicht gestrichen, Appa. Was könnte dir fehlen? Und schaut euch Momo an. Momo ist auch so, so süß. Unfassbar süß. Bei Sokka und Zuko sind es dieselben Sprecher. Ach, du meinst wie in der Originalserie? Ja. Sie haben tatsächlich einige übernommen.
Und ich finde es so geil, dass sie im Trailer schon zeigen, wie viele Charaktere aus der Serie wirklich vorkommen. Das heißt, wie hoffentlich wenig da gekürzt wurde. Und sie war auch einer meiner Lieblingscharaktere. Oh, geil. Die Welt braucht dich. Wir müssen uns daran erinnern, für was wir kämpfen. Für jene, die wir lieben. Gott, ich krieg Gänsehaut schon wieder. Ich bin der Avatar und ich werde die Welt retten. Mit meinen Freunden. Ich habe so Gänsehaut, ich kann nicht mehr. Das ist so ein schöner Satz. Oh Gott, ich hoffe, sie haben diesen Spirit in der ganzen Serie durchgezogen. Das wäre so geil. Bumi. Oh mein Gott. Das habe ich am ersten Durchlauf gar nicht richtig überrissen. Da war Bumi. Ah, Jet. Ich hoffe, sie haben diese Szene drin. Wie er mit Katara den Baum so hochfährt. Und dann so dieses Glitzer und so. Ich hoffe, das haben sie gut gemacht da drin. Das war so eine geile Szene. Oh, bitte, bitte. Okay, und wer baut mir jetzt die Zeitmaschine, damit ich zum 22. Februar vorreisen kann?